Ja, ich nehme euch heute Morgen mit in das, ein paar Sachen, die mich in den letzten Wochen oder Monaten beschäftigt. Es ist eine freie Predigt außerhalb einer Serie, so kann ich euch einfach mitnehmen. Und ich predige eigentlich für mich selber. Und wenn ihr etwas könnt nehmen könnt davon, dann nehmt es und mal schauen, wie das kommt. Der Titel, den ich setze, heisst «Versuchungen in der Wüste». Und wir steigen in eine bekannte Geschichte im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1. Danach, das wird noch wichtig sein, das Wort danach, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Das Intro heisst, der Geist Gottes hat Jesus in die Wüste geführt, damit er dort vom Teufel versucht wird. Und da stören sich schon viele Leute dran. Wie ist jetzt das genau, die Reihenfolge, oder? Der Geist Gottes führt dort hin, wo man versucht wird. Kann das sein? Er führt in die Wüste, Jesus. In die Wüste ist der Ort, wo wir am meisten versucht werden. Dort, wo es trocken ist im Leben. Dort, wo die Post eben nicht abgeht. Dort, wo uns etwas fehlt. Dort, wo wir daran rumbeissen. Dort, wo nicht das satte Leben ist. Dort, wo die teure Zeit ist, Schwierigkeit ist. Und dort, wo der Versucher das leichteste Spiel hat, dort in der Wüste sind die Sehnsüchte besonders stark. Da in der Wüste versucht der Versucher Zugang zu unserem Herz zu bekommen. Aber wir müssen zuerst sehen, der Geist Gottes ist der, wo Jesus dorthin führt. Also, wenn der Geist Gottes in Versuchung führt, nicht versucht, sondern in Versuchung führt, dann können Versuchungen gar nicht per se nur schlimm sein, oder? Dann können sie auch einen Sinn haben. Und ich merke in meinem Leben, und ich werde heute ein paar Zitate von Altvätern bringen. Altväter sind die, die 2. bis 3. Jahrhundert gelebt haben, schon alt gewesen sind, das Leben lang in der Wüste gelebt haben und ganz viele Leute aus den Städten und den Dörfern gekommen sind, um Weisheit von ihnen zu hören. Und ich kann Ihnen da etwas, kann euch das vom Altvater, vom einen, etwas vorlesen. Er sagt, wir können nicht einfach so dahin leben, wir müssen uns den Anfechtungen stellen, die das Leben mit sich bringt. Keiner kann unversucht ins Himmelreich eingehen. Keiner kann unversucht ins Himmelreich hineingehen. Also die Altväter sagen, Versuchungen sind ganz normal. Und der Geist Gottes führt in die Wüste. Er versucht aber nicht, aber er führt dorthin, wo die Versuchungen stattfinden können. Und die Versuchungen, dort ist der Teufel zuständig. Ein anderes Wort heisst Diabolos oder der Durcheinanderwerfer. Es ist die Kraft, die uns versucht, die alles in unserem Leben will durcheinander bringen, Chaos stiften und uns von der Nähe von Gott wegzubringen, auch der Nähe von Mitmenschen wegzubringen und unser Leben durcheinander zu werfen. Der Martin Luther sagt in seinem Lied Emphesesburg, sagt er, der altböse Feind, mit Ernst er sie jetzt meint. Also der altböse Feind, der hat es schon immer gegeben, seit dem Garten Eden. Er geht um und versucht uns abzubringen von dem Weg mit Jesus und mit Gott. Wir haben hier in diesem Text 3 Versuchungen und wollen jetzt gerade einsteigen. Und ich lese ab Vers 3. Ich habe nicht alles auf dem PowerPoint, du siehst, wenn das kommt, was ich drauf habe. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. 40 Tage hat Jesus gefastet und nach 40 Tagen hat er ein bisschen Hunger gehabt. Und der Versucher sagt, komm und mach doch aus diesen Steinen da Brot. Die erste Versuchung habe ich überschrieben mit Löcher stopfen. Innere Leere, innere Wüstenzeiten oder ein inneres Vakuum zu stopfen. Mit Sachen, die per se nicht schlecht sind. Brot war für Jesus nicht schlecht. Aber Satan hat versucht, dass Jesus dem eine Priorität gibt. Und wir versuchen,
ich versuche. Ich kenne das eben sehr gut, darum beschäftigt es mich, Löcher in meinem Leben zu stopfen, mit Sachen, weil ich gut sind, aber ich immer wieder im Übermaß davon brauche. Das können Kleider sein, das kann Essen sein, das kann Freizeitbeschäftigung sein, das kann Sport sein, das können Autos sein, können Reisen sein, kann ein TÜV sein, kann ein Boot sein, kann Sex sein, kann Siehstep in eine neue Beziehung sein. Ich weiss, von was ich rede. Ich kenne so innere Vakuums. Ich kenne aber auch das Gefühl, wenn man die innere Vakuum mit etwas stopfen will, dass das nicht lange anhebt und schon das nächste muss kommen, wo wieder das innere Vakuum dort stopfen. Und so sind wir eigentlich getrieben, von Versuchung zu Versuchung, unsere innere Löcher zu stopfen mit dem, was uns in den Social Media so angepriesen wird. Ich habe auch Insta, ich habe Facebook und was ich dort alles sehe, was ich noch alles sollte haben und dürfte haben, wo ich überall noch müsste dabei sein und hingehen, das macht etwas mit mir. Das weckt etwas in mir. Das weckt auch eine Gier in mir. Das weckt ein Bedürfnis in mir rein und die Bedürfnisse fangen mich an zu jagen. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, im Tagesanzeiger ist es, glaube ich, ein bisschen verschiedene Zeitungen. Es hört eigentlich nie auf, oder? Mit dem Löcherstopfen. Ein Beispiel. Es gibt ja Handtaschen von Gucci mit einem grossen G drauf, oder? Und die gibt es so für rund 1400 Franken. Läppische 1400 Franken. Und jetzt habe ich gelesen, dass an der Bahnhofstrasse Zürich die Leute nicht mehr vor dem Gucci anstehen. Hat keine Schlange mehr. Man fragt sich, warum. Die Antwort ist, es gibt jetzt Birkin Bags. Das sind Bags von Moët Hennessy und Louis Vuitton. Und das sind jetzt Bags, wo eben der Luxus nicht mehr sichtlich ist für den Normalbürger, nur noch für die, die rauskommen. Und die werden so ab 30'000 gehandelt. Und dem sagt man dann Quiet Luxury. Und Jesus entgegnet dem Versucher und sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Dass der Mensch nicht nur von dem lebt, wo er hingejagt wird, von diesen Versuchungen die Löcher zu stopfen, sondern von dem Wort, das von Christus kommt. Er, der sagt, ich bin das Brot vom Leben. Freunde, machen wir uns nichts vor. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß, von was ich rede. Und trotzdem versuche ich immer wieder, diesen Versuchungen zu widerstehen und mich bei dem Jesus anzudocken und das Brot vom Leben zu essen. Der eine Altvater sagt dazu Folgendes: Wenn ich meine innere Unruhe aushalte und sie genauer anschaue, kann ich vielleicht entdecken, was sich in ihr regt. Also wenn ich die innere Unruhe, die mich dazu treiben will, das zu fühlen, die Spannung, die überbrücken mit Konsum, und ich das aber aushalte, könnte es sein, dass ich dann entdecke, was denn in mir wirklich losgeht, was sich wirklich regt. Und wenn ich herausfinde, was sich wirklich regt, bin ich weniger anfällig, meine Spannungen abzubauen durch Konsum. Ein anderer Altvater sagt Folgendes: Das Streben nach Besitz gehört wesentlich zum Menschen. In diesem Streben steckt die Sehnsucht nach Ruhe. Sau gut, he? Also in dem Streben eigentlich nach immer mehr steckt eigentlich die Sehnsucht, zur Ruhe zu kommen. Und im Streben nach mehr kommen wir nicht zur Ruhe. Das alles redet ziemlich fest zu mir. Die zweite Versuchung. Satan führt Jesus auf die Zinne des Tempels und sagt Folgendes: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter, denn es steht in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen.
Hey, das wäre ein Showtime gewesen. Wie viele Leute hat es im Tempel gehabt? Aus den Nationen sind sie angepilgert. Die Pharisäer, die Sadduzäer, alle sind dort gewesen. Von überall her. Und jetzt wäre Jesus auf die Ziele nur gestanden. Wusch! Spider-Man, oder? Aber! Und dann wäre Gott gekommen und hat Engel geschickt, hat ihn aufgefangen. Das wäre ein Start gewesen. Das hätte die Schlagzeile gegeben. Da wäre ein Karawanenführer in die ganze Welt rausgegangen und hätte von dem Jesus erzählt. Ein gewaltiger Eröffnungsakt hat der Teufel Jesus versuchen. Die zweite Versuchung habe ich überschrieben mit Instrumentalisierung von Gott. Wir Christen stehen teilweise in der Gefahr, Gott zu instrumentalisieren. Auch Kirchen stehen in der Gefahr, Gott zu instrumentalisieren. Es ist ein bisschen schwierig auszuführen, was ich damit meine. Wunder wollen zu manipulieren. Durch alle Böden Gott wollen erleben. Und wenn es nicht funktioniert, dass wir direkt erleben, dann entweder hören wir auf mit Gott oder wir tun so, wenn es passiert wäre. Und gehen vor, dass etwas war, was nicht ist. Wir versuchen, Gott zu brauchen für uns. Wir dürfen Gott bitten. Aber ich habe gemerkt, wie oft in meinem Leben mein Glaube davon abhängig war, wie fest dass Gott das liefert, was ich ihn bitte. Und was ist das für eine toxische Beziehung? Und mein Glaube hat sich insofern verändert, dass er eher dort ist, dass ich immer noch mit Gottes Hilfe rechne. Aber mein Glaube hängt nicht mehr davon ab, ob Gott liefert oder nicht. Weil ich weiss, er ist Gott. Und ein Gott, den ich instrumentalisieren kann, das ist kein Gott mehr. Ein Gott, den ich manipulieren kann, ist kein Gott mehr. Und darum argumentiert und sagt Jesus zu Satan, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Die dritte Versuchung. Ich weiss ungefähr, wo man sagt, die Versuchung sei, ist ein höherer Berg, ganz nebenzu von Jericho. Ob es der war, keine Ahnung. Aber Satan, der Teufel, hat Jesus auf einen höheren Berg mitgenommen. Und er hat ihm die Reiche dieser Welt gezeigt. Imaginär. Und er hat gesagt zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Der Durcheinanderbringer hat Jesus Macht versprochen. Macht ohne Leiden. Macht ohne das Kreuz. Macht versprochen, ohne das Elende umplagieren mit diesen Menschen. Das mit seinen Jüngern, die dann immer wieder wollen, die Grössten sein. Das mit der religiösen Elite, das umargumentieren. Er hat Jesus Macht gegeben. Aber der Preis war, dass Jesus ihn anbetet. Die dritte Versuchung heisst Macht und Ehre. Die Versuchung ist ein bedeutungsvoller, eindrucksvoller, vielleicht gar ein mächtiger Mensch zu sein. Das war doch die Frage von diesen zwei, von diesen 12 Freunden von Jesus. Du, könnten wir nicht zur Rechten und zur Linken von dir sitzen? Das ist Macht. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn man die mühsame Geschichte der Kirche liest, dann sehen wir, wie immer wieder Menschen versucht haben, Macht auszuüben, statt zu lieben und zu dienen. Überall dort, wo es zusammenbricht, im Reich Gottes. Überall dort, wo Menschen stolpern, könnte Gefahr sein, dass die Menschen versucht haben, Macht auszuüben, statt zu lieben und zu dienen. Älteste von einer Kirche, Pastoren von einer Kirche, sind dafür da, zu lieben und zu dienen und nicht Macht auszuüben. Aber so schnell kommt man dazu, Macht auszuüben. Bedeutungsvoll zu sein als Pastor, bedeutungsvoll zu sein als einzelner Mensch. Das Sehnen, bedeutungsvoll zu sein, das steckt tief in mir drin. Jetzt habe ich so eine Freizeit, eine Reise, eine von meinen 8 Reisen, die mich mit meiner Frau leite das Jahr. Ich bin immer ein bisschen unterwegs in Griechenland. Und ich war mit einem 80-jährigen Mann am Tisch.
erzählt er mir etwa 25 Minuten aus seinem Leben. Aber all das, was für bedeutungsvolle Menschen er getroffen hat und wie wichtig das er war und was er alles gemacht hat und was er alles geleistet hat. Und so nach 20, 25 Minuten habe ich nicht mehr können, ist mir rausgefahren und gesagt, frag mal, warum erzählst du mir das alles? Wieso erzählt jemand mit 80 das alles? Dann habe ich an mich selber denken, oder? Ich bin jetzt pensioniert. Und am Anfang, als ich pensioniert war, haben die Leute gefragt, du, was machst du? Und ich sagte, ich bin pensioniert, aber ich mache noch das und das und das und das und das. Oh, wow, was für ein Fisch. Freunde, das hockt in uns rein. Zuerst fragt man in der Schweiz, was schaffst du? Und dann ist man schnell in der Gefahr, ein bisschen zu übertreiben. Du bist ja Manager, oder? Oder eine Mutter, die gefragt wird, was schafft sie, sagt zuerst, ja, 50% bin ich Managerin in einer Import-Export-Firma. Und ich habe noch 3 Kinder, dann manage ich noch meine Familie. Dann fragt sie die andere Mutter, was machst du? Sagt sie, ich bin Mutter. Und dann sagt sie, aha. Ich würde Karriere machen. Und verschiedene Lebensentwürfe, wo Arbeiten und Kind haben, alles, das ist nicht Böses. Ich liebe Menschen, die Karriere machen können. Ich liebe es, wenn Gott Menschen den Erfolg schenkt. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber muss es um jeden Preis sein? Und müssen wir es so herausstellen, damit wir erhoben sind über andere Menschen? Müssen wir vor dem Zeitgeist, der so blöfft und zeigt, was er alles kann, niederknündeln und ihn anbeten? Jesus sagt, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Jetzt haben wir schon 3 Versuchungen miteinander. Die erste ist Löcher stopfen. Die zweite ist, Gott zu instrumentalisieren. Und die dritte ist, Macht und Ehre, bedeutungsvoll zu sein, jemand zu sein, jemand darzustellen, besser zu sein, erfolgreicher zu sein als andere Menschen. Gestern war ich mit meiner Frau kurz am Oberifest. Und dann ist einer uns am Tisch zugestanden. Wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe gefragt, was er schafft. Er hat gesagt, ich bin pensioniert, Punkt, fertig. Ich dachte, wow. Irgendwann ein Gespräch rausgekommen, er ist Immobilienverwalter. Also nicht Verwalter, sondern er baut Immobilien. Oder? Aber er musste nicht als erstes sagen, ich Immobilien. Wir waren an einem anderen Ort in der Ferien, im Juni, Juli, jetzt dann. Ich weiß nicht mehr genau, wann kommen wir nicht mehr so drauf. Und wir sind am Tisch gesessen mit einem Ehepaar. Und wir haben auch so gefragt, was machst du? Und er hat gesagt, ich bin pensioniert. Und dann sind wir drauf gekommen, was haben wir früher gemacht? Und ich gefragt, und sagt er, ja, ich war Uhrenverkäufer. Und dann irgendwann ist rausgekommen, erst so gegen den Schluss, dass er Verwaltungsrat von einer der grössten Uhrenfirmen der ganzen Schweiz ist. Ich dachte, wow! Was für eine Stärke von diesem Mann. Wow, wie viel kann ich lernen von ihm. Das Keiben will bläffen, hä? Das Kugelzeug, das in ihnen steckt. Aber das geht dich alles nicht an, die Predigt, ich weiss es, nur mich. Wie können wir jetzt in diesen Versuchungen siegreich sein? Und wie können wir in anderen Versuchungen auch siegreich sein? Am Anfang von unserem Text heute steht das kleine Wörtli. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Danach. Danach. Was war denn vorher nicht? Wahrscheinlich ist es wichtig, wenn es heisst danach. Darum lesen wir, was vorher nicht war. Es war nämlich die Taufe von Jesus. Und das steht im 3. Kapitel 6, Vers 16. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Jetzt kommt's. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das war vorher nicht.
die Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Jesus war Mensch gewesen, wie du und ich. Jesus hätte auch diesen Versuchungen fallen können. Es war nicht irgendwo etwas ganz Spezielles gewesen, weil er eben auch Gott ist, dass er dem Moment Gott war, können widerstehen. Nein. Aber er konnte widerstehen, weil er gewusst hat, wer er ist. Er wusste, ich bin ein geliebtes Kind vom himmlischen Vater, das ist meine Identität. Und in dieser Identität, in dem Wissen, ein geliebtes Kind vom Vater zu sein, dem Vater zu genügen, aus dem heraus hat er diesen Versuchungen, die ihm mehr versprochen haben, zu widerstehen. Und darum frage ich dich zum Schluss von meiner Predigt heute, weißt du, dass du eine geliebte Tochter vom Vater im Himmel bist? Wenn du das Leben Christus anvertraut hast, bist du eine geliebte Tochter vom Vater im Himmel. Oder ein geliebter Sohn vom Vater im Himmel. Du genügst. Die Wüstenväter reden ganz viel über das Versagen, weil sie das Versagen ganz stark erlebt haben. Und es gibt wohl nicht mehr so Altvätersprüche, als über das Thema zu versagen und wieder aufzustehen. Sie sagen immer wieder, das Versagen ist nicht tragisch. Es gehört mit zum Leben. Nicht, dass wir es extra machen. Aber zu wissen, auch im Versagen hinein. Wissen Sie, manchmal bin ich enttäuscht über mich. Heute Morgen bin ich gelaufen und dachte, was soll ich überhaupt predigen? Ich lebe ja im Moment gerade nicht so, gestern in dem Jesus-Sinn. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Wo der Schluss ist von meiner Predigt. Ich bin geliebter Sohn vom Vater im Himmel. Egal, wie viel ich bete. Egal, ob ich Fehler mache oder nicht. Egal, wie meine Gedankenwelt versucht wird. Aber in dem Wissen, ich bin geliebter Sohn von meinem Vater im Himmel, vom Vater von aller Vaterschaft. In dem Wissen bin ich wert. Und mit dem Wissen kann ich den Versuchungen widerstehen. Mit dem Wort von Gott, wie es Jesus gemacht hat. Und wenn ich nicht widerstehen kann, dann macht es mich stärker. Und es macht mich vor allem eins, es macht mich demütig gegenüber Menschen, die auch mal nicht widerstehen können. Was wir brauchen im Umgang mit Menschen, die fallen, ist Demut. Demut zu wissen, wenn wir fallen können. Demut zu wissen, wenn in der Versuchung mal vorkommt, was wirklich uns innen wohnt. Uns frommen, oberfrommen, geistlichen Frauen und Männer. Dann Demut im Umgang mit Menschen, die auch fallen. Und das tiefe Wissen, es kann passieren, was ich will. Im Römerbrief steht, Gott gereut seine Berufungen nicht. Es reut Gott nicht, dass er dich rausgerufen hat. Verstehst du? Es reut Gott nicht. Es ist nicht scheiße. Was habe ich da gemacht? Ich habe mir den Falsch angelacht. Es reut ihn nicht. Das ist gute News, oder? Das ist wahnsinnig gute News. Kommen wir auf und beten zusammen. Jesus, du hast uns vorgelebt, wie du der Versuchung widerstanden bist mit dem Wort von Gott. Ich liebe dich, Jesus. Wenn ich dich in einer Situation sehe, wo du ganz Mensch gewesen bist, und heute rufst du uns zu, du bist auch so ein Sohn und so eine Tochter vom himmlischen Vater, er liebt dich. Und ich, Jesus, bin dein Bruder und ich liebe dich. Und du genügst mir. Ist denn das andere, wo der Teufel versucht, uns einzureden, wir genügen nicht. Unsere Begrenzungen. Ist denn gerade das Umgekehrte. Die umgekehrte Versuchung. Du genügst nicht.
Komm, mit dir ist nichts los. Doch mir genügen. In den Begrenzungen inne. Im Stolpern. Ich bitte dich auch für die Menschen unter uns, die Erfolg haben. Ich danke dir für sie. Aber ich bitte dich, dass sie nicht runterschauen auf Menschen, die keinen Erfolg haben. Denn es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Geist Gottes, wenn ich etwas wünsche heute, ist, dass niemand rausgeht, ohne zu wissen, ich weiß, dass ich es liebt. Geliebte Tochter, ein geliebter Sohn vom allmächtigen Vater bin. Amen. Und wenn du das noch nicht weißt oder nicht kannst glauben, dann geh doch bitte zu unserem Gebetsteam. Meine Mami, sie hat das Leben lang das Gefühl gehabt, sie genüge Gott nicht. Weil sie viel mit meinem Vater auch umgegangen war, von Intellektuellen, so heavy geistlichen Heavys, oder? Sie hat sich immer minderwertig gefühlt. Sie hat gesagt, komme ich denn wirklich in den Himmel? Ich genüge doch nicht. Und ich konnte an sie anreden, wenn ich wählen kann. Ich habe an eine Wand herangeredet, es hat nichts genützt. So bitte ich dich, ins Gebet zu kommen. Vielleicht hast du dein Leben Jesus noch gar nicht anvertraut. Du kannst noch nicht wissen, noch nicht sagen, ich bin ein Kind von Gott, weil du noch gar kein bist. Heute wäre der Tag, das Kind von dem himmlischen Vater zu werden. Und Herr, ich möchte dich auch noch beten dafür, dass wir zur Ruhe kommen von unserem Betrieben sein. Und können sehen, dass der Konsum und das Hin und Her einfach davon kommt, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Jesus, führe uns zur Ruhe zu dir, bei dir. Amen. Wir haben heute, wie ich angetönt habe, das Gebetsteam und heute haben sie auch gehört.